Das ist gespeichert. So, für eine richtige Höhlentour. Mit richtig viel Mut und richtig viel... So, jetzt machen wir die Taschen voll und so weiter. Dafür fehlt es mir noch ein bisschen zu sehr an den Basics. Ah, guck mal hier. So, und ich muss auch meinen Häuslein, was wir dann bauen. Ich muss gucken, dass wir das so bauen, dass wir dann zeitgleich... Dass es nicht hässlich aussieht, wie so ein hässliches Provisorium an Lager. Dass wir das richtig schön machen. So. Kupfer, ich weiß nicht, wofür wir es haben. Nehmen wir es einfach mit. Sag mal, das hatten wir doch gerade eben. Junge, er sagt mir nicht böse. Oh mein Gott, ist das laut. Das ist cool, aber laut. Laut! Dum, 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 dum. So, hier nochmal ein bisschen. So, hier ist schön aus... schön ist relativ... Fuck. So. Und wir haben hier relativ viel an Eisen. Das nehmen wir selbstverständlich mit, würde ich sagen. So, dann haben wir da nochmal Eisen. Kohle. Kohle können wir auch gebrauchen, logischerweise. Ja, ich weiß, Holzkohle geht auch, aber... Holzkohle meinst du mal ganz im Ernst? Holzkohle ist immer so ein bisschen... Ja, wenn du schon so auf Alternativen zugreifen musst. Wir sind hier in Minecraft. Minecraft... In Minecraft regnet es nur Kohle. Also Minecraft ist ungelogen. Also Kohle ist in Minecraft ungelogen. Das Erz, das dir echt so um die Ohren fliegt. So alle paar Meter. Du gräbst dich alle paar Meter, hast du Kohle. Was wirklich so ein Basic ist. So ein Minimum Basic. Eisen ist natürlich wieder was anderes. Aber Kohle? Ich meine, Holzkohle kannst du wirklich machen, wenn du halt noch gar keine Höhle hast und sagst, ja gut, komm, pass auf. Ich klopfe ein paar Bäume und dann ist er auch gut so, aber nee. Nö. Ich freue mich so sehr. Guck dich das an. Haben 27 Roheisen. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Auch eigentlich witzig, wie man sich so über dieses Standard hier freuen kann. Aber ja, doch, 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 tatsächlich. Muss ich was verraten? Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Hallo. So, was ich weiß, hier ist Eisen. So, noch so eine Schuppenflechte. Weiß nicht, warum ich das so sage. So eine Lichterranke. Oh. Oh ja, Entschuldigung, das nehme ich ja gleich mal mit, ne? Also eigentlich wollte ich ja nur kurz einen Eimer haben. So. So. Zack. Dann geht's hier weiter. Das ist Granit, oder? Weißt du was? Granit können wir auch gebrauchen, tatsächlich. Klingt jetzt doof vielleicht, aber Granit, Diorit, Andesit, das hätte ich auch sehr gerne. Alter, das hört hier gar nicht mehr auf. Ist das hier Diorit? Diorit, Andesit, Granit, ja. Denn je mehr Baustoffe wir haben, desto cooler werden unsere Bauten. Desto vielfältiger. Da müssen wir nicht immer nur mit Stein und mit Steinziegel, sondern können auch mit Diorit, Andesit und Granit arbeiten. Gelle? Früher habe ich das ja kategorisch abgelehnt. Diorit, Andesit. Granit war noch halbwegs okay. Ah, jetzt brauche ich das hier. Nein, das brauche ich nicht. Das ist ein Quatsch. Aber mittlerweile
So, und dann mal gucken, wie wir jetzt... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keinen speziellen Plan. Also keine spezielle Roadmap für Staffel 3. Wir sind jetzt in Staffel 3. Also quasi fangen wir von Anfang an, aber es ist ja quasi wie ein Staffel 3. Gelle? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt mir vornehme, ich will kein Baustellenhopping mehr betreiben und so weiter. Baustellenhopping ist tatsächlich, finde ich, relativ wichtig für die Kreativität. Denn wenn du nämlich an einer Baustelle festhängst und dir dann sagst, so, pass mal auf, als Prämisse, ich muss mit dieser Baustelle fertig werden, bevor ich was Nächstes mache. Und in Minecraft ist es halt so, du hast manchmal Ideen, spontane Ideen für Dinge. Also bei mir ist es so. Und wenn ich dann aber gezwungen werde, eine Sache zu Ende zu machen, wo ich da vielleicht kreativmäßig irgendwie gerade am Hängen bin, dann macht mir das auch keinen Spaß und dann kann ich auch nicht kreativ sein. Wisst ihr, was ich meine, ne? So, pass mal auf. So, dann hole ich mir das auch noch. Momentan haben wir ein bisschen Ruhe vor Zombies, weil hier auch alles ziemlich niedrig ist. Die ganzen Decken sind niedrig. Und ich habe ausgeleuchtet, wie der Teufel. Ich könnte über ein Thema sprechen tatsächlich. Ich hätte ein Thema. Auch wieder ein bisschen sozialkritisch, gesellschaftskritisch, würde ich sagen. Ja, aber jetzt keine Sorge, kein Covid oder sonst irgendwas, sondern es geht halt um kulturelle Aneignung. Also es geht halt um diese, angefangen hat es glaube ich bei diesen Fridays for Future Veranstaltungen, bei dem irgendwie eine Sängerin ausgeladen wurde, die für Musik sorgen sollte, die weiß ist, aber Rasterzöpfe hat. Und da wurde sie ausgeladen, weil das ist ja kulturelle Aneignung und das soll aus irgendeinem Grund... Das ist sehr negativ behaftet. Also quasi wird damit bestimmte Leute beschuldigt, eine kulturelle Aneignung vorzunehmen. Das heißt, jetzt hier mit den Rasterzöpfen und so weiter, das soll ja einen Hintergrund haben, auch so eine religiöse oder politische Verfolgung und ein Symbol von irgendeiner Ethnie, die dann halt, wenn du das dann halt nachmachst, sich natürlich halt diskriminiert und niedergesetzt fühlt, weil... Du hattest ja diesen kulturellen Hintergrund nicht und dir ging es ja gut. Und manche Leute kommen vielleicht aus der Sklaverei und haben deswegen Rasterzöpfe, genau so habe ich es gelesen, by the way, gemacht, um sich selbst halt, ja, symbolisch auszugrenzen. Nach dem Motto, guck mal her, ich bin ein Raster, ich bin ein Unterdrückter, ich bin ein Sklave, des Systems und so weiter und so fort. Und jetzt darf jeder, oder jetzt ist jedem, der jetzt tatsächlich nicht diesem... dieser Herkunft angehört, bin ich gerade eben eine neue gemacht. Jedem ist es verboten und jeder ist es verboten, sich damit zu schmücken, wenn du nicht dieselbe Herkunft hast oder vorweisen kannst. Weil das wäre ja eine kulturelle Aneignung und das ist böse. Und tatsächlich, ich muss euch gestehen, es ist genauso bescheuert, wie es klingt. Was zur Hölle? Man darf auch keine Kimonos tragen, weil man ja halt selber kein Asiate ist. Man darf keine Ponchos tragen, weil man kein Mexikaner ist und so weiter und so fort. Und ich denke mir, Leute, wie wäre es denn, wenn ihr aufhören würdet mit eurer Ich verbiete dir und ich diktiere dir, wie du dich zu verhalten, zu leben und zu denken hast, Kultur. Vor allem mit diesem Attestieren von irgendwelchen Boswilligkeiten. Was zur Hölle geht denn in euch vor? Ich meine, wir haben es ja gemerkt, was in euch vorgeht, aber warum geht das in euch vor? Was in euch vorgeht? Ich raff das nicht so ganz. Also dürften weiße Frauen, also nicht muslimische, dürften jetzt auch keine Kopftücher tragen. Aber das dürfen die ja sowieso nicht, weil es ja unterdrückende Frauen. Es hat ja auch nichts mit kultureller Identität zu tun oder mit Traditionen oder mit
mit sowas in der Richtung. Nein, nein, das zählt ja eigentlich nur die Unterdrückung der Frau. So, und die Rasterzöpfe sind auch ein Zeichen der Unterdrückung und ein Poncho ist auch ein Zeichen der Unterdrückung oder halt du wirst unterdrückt, weil du keine Ahnung hast. Mein Gott, Hundi. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell sein. Ganz schnell, ganz tapfer. Ich brauche meine Knochen. So, wir sind wieder hier. Pass mal auf, wir können mal für das ganz schnelle... Nein. Grafikeinstellung, Shader. Machen wir den Sildurs. Ich finde die Wolken da schöner beim Sildurs. Ja, das sind schöne Wolken. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, warum? Wenn ich doch eine andere Kultur mag und ich möchte vielleicht Rasterzöpfe, wie die Schwarzen, oder ich möchte mich halt asiatisch kleiden, oder, dann ist das doch kein Zeichen von Disrespect, dann ist das doch ein Zeichen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Du zeigst doch damit, hey, ich finde deine Kultur, deine Herkunft und deine Art und Weise, wie du das lebst und auslebst, so schön, das möchte ich auch. Also das ist doch ein Zeichen, das ist doch eine Geste, es geht doch nur um Gesten. Es geht doch nicht um Verspottung oder so. Hundi, 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 bitte, 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 Hundi, Hundi, Hundi. Hundi, bitte, Hundi, 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 Hundi. Kann ich dich damit füttern? Hast du Hunger? Hundi, was ist los mit dir? Hundi, hör auf damit. Hundi. Hundi. So, jetzt komm mal mit. Du frecher kleiner, du kleiner Frechdachs, komm mit. Reißt dir hier einfach ein paar Schafe. Frechdachs. Also das sind so wirklich so Dinge, wo ich mich dann frage, in der heutigen Gesellschaft, wie weit ist es gekommen, dass ihr bestimmt was gut und was schlecht ist, vor allem wenn du sowas Absurdes hast. Also ich, aus meiner Sicht, finde es sehr absurd. Und dann wurde mir im Stream vorgeschlagen, es gibt eine Dokumentation von SternTV, sollten weiße Rasterzöpfe tragen. Und ich hatte mal ein bisschen geskippt. Hundi, komm mal her. Ich habe da mal ein bisschen geskippt. So, du, komm mal her. Komm her. So, und du. Und ihr knutscht jetzt rum. Und da war halt auch so ein Schwarzer mit Rasterzöpfen, die halt da stand und gesagt hat, das ist so fürchterlich, ne? Also es geht um Religion und um Identität und die wird mir genommen, wenn irgendwelche Weißen sich jetzt halt Rasterzöpfe machen und es ist so respektlos und die hat nicht aufgehört. Und ich denke mir, das ist Bullshit. Das ist natürlich mein eigenes Gedankengut und das könnt ihr vielleicht zu Hause auch woanders, wie anders denken, ein bisschen anders denken. Ich kann nicht mehr reden, sorry. Das könnt ihr auch komplett anders denken. Aber sie hat als Beispiel genommen Kim Kardashian. Ja, die kenne ich auch nur vom Namen und von ein paar Bildern. Da würdest du mir die random auf dem Bild zeigen. Ich wüsste nicht, wer sie ist. Ganz ehrlich. Ohne sie jetzt zu disrespekten. Aber ich wüsste es wirklich nicht. Ja, und die hat wohl auch Rasterzöpfe. Und da meinte die Frau so, ja, das ist halt auch, och du Scheiße. Ja, dafür bin ich nicht ausgelegt, Leute. Und da meinte sie auch, ja, sie macht halt mit diesem Look, macht sie halt ihr Geld und ihre Klicks, wenn sie halt Bilder auf Instagram und so weiter hochlädt. Und dann denke ich mir, das ist Neid. Du bist neidisch, mehr ist das nicht. Schild. Dazu brauche ich einen Eisenbarren. Okay, Eisenbarren hole ich. Und ich konnte mir diese Doku jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr länger angucken. Bin ich auch ehrlich, ne? Bin ich ehrlich? Das war ein bisschen too much für mich. Weil das ist mir zu dumm. Diese ganze Mentalität, ich muss jetzt irgendwie mit neu definierten Werten rumlaufen und euch klar machen, Junge, ich habe doch gesagt, ich möchte gerne ein Schild haben. Und ihr habt zu gehorchen, was gut und was schlecht ist und nein, nein, du hast nicht zu bestimmen, was jetzt auf einmal komplett neu definiert gut und schlecht ist. Du findest etwas doof, das ist vollkommen okay.
Aber daraus irgendwie etwas zu machen. Komm schon. Hoppala. Okay, Leute. Ich habe es geschafft. Sieg! Oh. Okay. Sah doch schon mal gar nicht mal so schlecht, oder? Okay, dann packe ich das jetzt. Ach nee, stopp mal. Ja, auf jeden Fall sind das so Dinge, die mich so ein bisschen beschäftigt haben in letzter Zeit. Vor allem, die ich so mega schwachsinnig finde. So leid es mir tut und wenn ich ganz ehrlich bin, nein, es tut mir nicht leid. Es tut mir nicht leid, es gibt Sachen, die Menschen sind so merkwürdig geworden. Die Menschen sind so merkwürdig geworden und ich weiß nicht, woran das liegt. Diese ganze Mentalität, dieses Ganze mit dem erhobenen Zeigefinger und andere be- und verurteilen und weiß ich nicht. Ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. Könnt ihr mal gerne dazu auch was in die Kommentare schreiben, falls euch dazu auch was einfällt. Oder falls ihr es komplett anders seht wie ich und ihr sagt, hey Mensch, nimm es, pass mal auf. Das hat alles schon so seinen Sinn, ne? Das ist, ich erkläre dir mal warum, du bist so ein Spacken, du hast da keine Ahnung. Dann mal gerne rein in die Kommentare. Also ehrlich jetzt, ich bin da sehr gespannt. Und das ist kein, ja komm, ne? Na komm mal her, erklär mir das mal, ne? Zeig mal, was für ein Blödmann du bist, sondern nein, 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 ist wirklich ernst gemeint. Ich bin halt für solche Sachen gerne offen. Allerdings habe ich das Problem, dass sehr viele Leute nicht vernünftig reden können mittlerweile. Die diskutieren nicht, sie... Ach jo, ja, ja, klar, 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 pass auf. Ja, bei jeder Diskussion, bei jedem kleinsten Anzeichen von Streit wird geframed, wird in eine Schublade gesteckt, wird so eine ganz schlimme Mentalität. Ich weiß nicht, warum das so ist. Weil die Leute sich einfach nicht mehr unterhalten können. Sie können sich nicht, sie können nicht mit dir an einen Tisch sitzen und diskutieren. Entweder bekommen die Leute recht oder du bist ein Spinner. Ein Aluhelm, ein Hetzer, ein Putin-Versteher, ein Troll und so weiter. Das, so ein ähnliches Thema hatten wir schon mal. Und das ist eine ganz merkwürdige Mentalität. Ganz nervige Mentalität. Oh. Der wollte meinen Weizen, habt ihr gesehen? Junge, das ist mein Weed. Der könnte fertig sein, jawohl. Ja. So, dann mache ich eine Seite erstmal nur Karotten. Oh, hoppala. Und auf der anderen Seite erstmal Weizen. Karotten. Okay, das muss doch ein bisschen, aber ist doch fürs Erste gar nicht mal so schlecht. Huch. Ja, genau. Hey. Ja, nice. Das ist doch mal ein Anblick, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich auch.